hier ist Europa, das ist Deutschland und das hier unten ist Malawi. Ein Land in Afrika. Vor knapp einem Jahr haben wir uns mit der Christian-Liebig-Stiftung dazu entschieden, hier eine Schule hinzubauen. Ja, ich muss da was erklären. Im Jahre 2021 haben wir eine Menge Plüschtiere in unserem Shop verkauft. Wir wussten dementsprechend aber nicht, was wir mit dem Geld jetzt anstellen sollen. Glücklicherweise hat uns in diesem Moment Tim angeschrieben von Let's Build a School. Und er hat Folgendes geschrieben. Hey Roman, hast du Bock, eine Schule zu bauen? Und ich so, yo Alter, voll gerne. Und er dann so, okay cool, ich geb dir Bescheid, wenn sie fertig ist. Und dann sind wir einfach losgeflogen. Hallo. Oh, Moment, falsche Seite, da. Hallo, guten Tag. Hallo, mein Name ist Roman. Hallo, Leute, was geht? Wir sind am Flughafen und wir müssen jetzt nach Afrika kommen, um tatsächlich unser Ziel Malawi zu erreichen. Und wir haben hier super viele Koffer dabei mit der heißen Ware. Achtung, das hier ist meiner. Hier ist mein Zeug drin, das hier ist Romans Koffer und der Rest ist nur Merchandise. Schaut euch die heiße Ware an. Das müssen wir jetzt alles durch den Zoll kriegen. Ihr seht ihr das? Ich habe noch nicht gesehen, was da drin ist. Das Oha! Ist das Dr. Auge. Wir haben so kleine Schüsseln dabei. Wir haben T-Shirts dabei. Wir haben Rucksäcke dabei. Alles, alles. Ist da auch was für mich drin? Alles für die Arizona-Schule. Okay, Leute. Jetzt müssen wir nur noch diese ganzen Gepäckstücke irgendwie abgeben. Und dann geht's eigentlich schon los nach Afrika. Okay, ist okay. Ja, ist okay, ist okay. Ich war noch nie so spät auf einem Flughafen. Guten Tag, ich war schon mal so spät auf einem Flughafen. Ich habe gelogen, ich war auch schon mal so spät auf einem Flughafen. Ich habe gelogen, ich war noch nie so spät. Er hat gelogen. Gar keinen Sinn. Wir fliegen jetzt erstmal nach Addis Ababa. Addis Ababa ist mit der Ethiopian Airlines erreichbar. Und dann von Äthiopien aus werden wir weiterfliegen nach Blantyre. Das ist unser Ziel, was wir eigentlich erreichen müssen. Aber bis dahin müssen wir erstmal Addis Ababa irgendwie erreichen. Addis Ababa ist, glaube ich, schon richtig. Das klingt schon Ababa. Cool. Ich fliege nach Addis Ababa. Und ja. Wohin du? Ich fliege jetzt nach Hause. Ciao, Leute. Wow. Alter, ist das hell. So unfassbar warm. Welcome to Malawi! It's maybe later, guys, 5 minutes. Oh, yeah, really close. Vamos to your car. Ja, weil die Bilder anders sind, oder? Welcome to Africa. Yes. But like we, like Beatrice asked me, do they have electricity here? Is there water? I see. So where? I got to go to drive. Bohol? Oh, on the head. Yes. Are you ready? I have reached everything to you in the booth. All right, that was my tank. It's all kosher. Oh my God. Are you really Leslie? No. Thank you very much. Oh my God. Seit 10 Minuten hier, wir werden direkt aufgenommen. Wir haben eigentlich ein Hotel gebucht gehabt und dann haben die uns jetzt hier eingeladen und gesagt, das ist unser Hotel. Und wir haben gerade gedacht gehabt, dass die Bilder im Internet gefälscht waren, weil wir eigentlich ein anderes Hotel gebucht haben. Und jetzt haben die uns verarscht und haben gesagt, das ist gar nicht unser Hotel. Das war gerade sehr, sehr krasses Erlebnis. Wir haben uns auch gerade gesagt, wo waschen wir uns? Dann haben die gesagt, ja, da unten im Fluss. Oder in so einer Pfütze müssen wir uns waschen. Dann haben wir uns schon so gedacht, oh nein. Oh Mann. I will never forget that. Okay, Leute. Also, wir sind gerade erst angekommen. Verarscht. Wir sind 20 Stunden geflogen, deswegen sehen wir auch dementsprechend so aus. Wir werden hier gerade von einer Familie einfach ein bisschen durchgeführt durch der ihr Zuhause. Und wir haben übrigens auch schon ein bisschen Leute angelockt, einfach nur, dass wir da sind. Guck mal, da sind überall Kinder. Hallo, hi. Keiner winkt, ich glaube, die verstehen das nicht so ganz. Aber wir werden, glaube ich, relativ herzlich aufgenommen und schauen uns jetzt mal an, wie eine Familie hier in Malawi lebt. Also die haben hier wie so eine eigene Kuh und die ist in der Mitte vom Dorf hier platziert. Hallo, meine Kleine. Oh nein. Okay, die Kuh hat etwas Angst vor mir. Aber es sieht so aus, dass die Kuh in der Mitte von diesem Dorf platziert ist und die wird höchstwahrscheinlich entweder dafür benutzt, dass man hier mal ein Barbecue machen kann oder halt wahrscheinlich für Milch oder sowas. Kann man sie anlocken? Guck mal, da kommt sie.
Okay, auf jeden Fall ist die Kuh in der Mitte. Lars, was hältst du von der Kuh? Die Kuh ist in der Mitte. Sieht ein bisschen aus wie in Minecraft. Und da ist eine Ziege! Ich weiß nicht, ob die Angst vor allem hat. Ich weiß, die fällt dann um, glaube ich, wenn die Angst hat. Ich denke auch, ne? Ziegen fallen um, wenn sie Angst haben. How many people do live like in this area here? So she's the matriarch. So it's all her children. How old? 79 years. And how many grandchildren? 21. About 21. Wow, sie hat 21 Enkel und Enkelinnen und selber 7 Kinder und ist 79 Jahre alt. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt hier und sind ja eigentlich nach unserer eigentlichen Mission noch hinterher, eine eigene Schule hier zu eröffnen. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Bis dahin werden wir jetzt noch viele andere kulturelle Dinge hier kennenlernen und schauen, wie das Ganze hier eigentlich funktioniert. Hey, wir werden von so vielen Leuten verfolgt. Ich fühle mich wie so ein Promi irgendwie. So, dabei wollte ich mir das einfach nur angucken. Das ist voll krass. Ist da festgemacht. Also, hier sind wir an einer ersten Station gelandet. Das machen die einfach nebenbei hier. Wurde uns gerade erklärt, und zwar sind das hier einfach so Claysteine, also so Lehmblöcke. Das wird aus Lehm geformt. Das wird einfach aus dem Boden daraus genommen. Genau, das wird eigentlich da aus dem Boden rausgenommen, weil der hier Boden ist ja Lehm hier. Und sobald man das ein bisschen mit Wasser vermischt, bekommt man hier die Möglichkeit, diesen Lehm besser zu formen. Und sobald die das gemacht haben mit dieser Form, könnt ihr vielleicht mal fragen, wo die Form ist. Ich hab Angst, dass ich wird gebrannt. Also im Prinzip funktioniert das Ganze hier so wie folgt. Die haben so einen lehmigen Boden hier, dass die aus dieser Holzform, die er da hat, kann er tatsächlich diese Holzform auffüllen und dadurch bekommt er gleich einfach saubere Ziegelsteine raus. Jetzt dreht das um. Und zack, da sind zwei Steine. also Janet, unsere Führerin hier übrigens, in dieser wunderbaren, wundervollen kleinen Tour hier, sie hat mir gerade erklärt, dass wenn die Steine von der Sonne vorgetrocknet sind, werden die hier drauf platziert und dann werden hier extra so Aushöhlungen rausgelassen und da drinnen wird dann ein Feuer gemacht und dadurch trocknen dann die ganzen Steine komplett. Das ist der Brennofen, ne? Das ist der Brennofen, Lars. Habe ich schon Minecraft gesehen. Alter, die machen hier wirklich einfach Minecraft in real life, Mann. Das ist so krass, das ist wirklich so. Und dann sieht das Ganze so aus wie diese Wand da hinten. So diese Wand da hinten, so eine Farbe bekommt es dann am Ende des Tages und so bauen die hier alle ihre Häuser. Das ist so cool, Mann. Das ist so ultra cool. Jetzt sehen wir gleich, wo die das Wasser herbekommen und wie die sich waschen hier vor Ort. Das wird nochmal interessant. Wir schauen einfach mal rein. Los geht's. Lars ist schon voll weit vorne. Ah, hier sind wir jetzt. Jetzt müssen wir eigentlich, jetzt gehen wir eine Runde pumpen, weil dafür braucht man Kraft. Hier ist der Ort, wo man das Wasser herbekommt. Hermano? Ja. Schauen uns das Ganze mal an. Okay, dann pumpt, also man pumpt hier einfach ein bisschen Wasser. Kann er auch so pumpen? Ja, oh mein Gott. Oh, okay. Ja, man, bis man ein so ein Ding voll hat. Also so wie es aussieht, wird dieses Wasser jetzt auf dem Kopf getragen. Kann ich mir kaum vorstellen. Das sind ja locker so 40, 50 Liter. You have to carry it like this. Yeah? Okay. And then you go. Was passiert hier? Was passiert hier? Das Wasser pumpst du hier ab und danach gehst du einfach nach Hause mit deinem Eimer. Oh, das ist half full. Yeah. And you carry full full? Yeah. Where do I go, Lars? Also sie hat jetzt gerade 40 Liter getragen. Ich habe 5 getragen. Ich habe sogar richtig geschätzt, sie hat gesagt, es sind 40. Das sind 40. Sie hat also quasi das 8-fache von mir getragen. 40 Kilo. Unglaublich, Mann. Okay, also nach der ganzen Arbeit, Lars, hast du Lust auf eine kleine Süßkartoffel? Ist frittiert. Also hier wird tatsächlich im Dorf auch sehr heiß, aber das ist eine wohlverdiente Arbeit nach dem ganzen Schleppen. Mmh. Mmh. Wow. Wow. Nice, isn't it? Das ist amazing. 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 Ey, weißt du, was das ist, Lars? Wenn du so einen Minecraft-Server startest und du mit all deinen Freunden zusammen so überall Häuser baust,
dann entwickelt sich einfach auch so ein Dorf, Mann. Und ja, genau Mann. So fühlt sich das hier an. Das ist so krass, Mann. Ein neuer Morgen, ein neuer Tag. Hallo. Guten Morgen, es ist 7 Uhr irgendwas. Oh ja. Und Lars hat sein Toucan-Hemd angezogen. 7.24 Uhr haben wir hier gerade. Also wir müssen heute die Schule eröffnen. Das bedeutet also, wir haben uns ein bisschen in Schale geworfen. Und oh yeah, werden jetzt tatsächlich zu der Location hinfahren. Davor müssen wir uns noch ein Sandwich holen, weil wir nicht gefrühstückt haben. Und aufgeregt sind wir auch. Das wird klasse, oder? Ja, das wird toll. Ich freue mich. Yeah. Okay. Ihr werdet richtig coole Sachen jetzt sehen gleich, Leute. Das wir müssen richtig jetzt nice. Unbedingt losgehen, weil sonst wird uns der Fahrer gleich bald töten, weil ich der nämlich, glaube ich, schon eine Stunde auf uns wartet oder so. Sesam, öffne dich! Spalt geht gar nicht so weit auf. Okay, wir sitzen jetzt im Auto, da ist unser Fahrer. Dann? Yes. Oh, okay. Dann fährt uns jetzt hier erstmal ein bisschen herum. Da fahren wir jetzt gerade mit Dan zusammen Richtung Schule. Wir werden gleich einfach das erste Mal die Arizona-Schule sehen. Und wir haben natürlich die ganzen Geschenke auch für die Kinder dabei, deswegen, das wird ganz crazy. Und da ist ein Mann mit so richtig vielen Säcken, schau mal. Der transportiert Kohle. Alter, der hat viel Kohle dabei, Mann. Wir müssen da tatsächlich sogar noch eine kleine Eröffnungsansprache machen, dass wir da den Leuten noch sagen, wer wir sind und warum wir die Schule überhaupt gebaut haben. Okay, jetzt geht's langsam los. Der Asphalt hat jetzt schon aufgehört, inzwischen fahren wir nur noch über Steine. Okay, noch als kleine Information zusätzlich. Das hier ist der Schulweg, den viele Kinder auf sich nehmen, um die Schule zu besuchen. Boah, ein Elektrofahrzeug. Okay, Leute. Einfach da. Oh mein Gott, da sind so viele. Oh mein Gott. Was für eine Geräuschkulisse. Ja, das ist einfach da. In der Arizona-Schule, Leute. Wir haben es einfach gemacht. Die Eröffnungszeremonie. Und uns wurde gesagt, heute ist nicht mal ein gewöhnlicher Schultag, sondern heute sind tatsächlich nur Kinder gekommen während ihrer Freizeit, um extra diese kleine Party für uns zu machen. Normalerweise sind hier in der Schule aber nochmal dreimal so viele Kinder, die alle Schulhäuser besetzen. Das bedeutet also, wir sind nur ein Drittel davon, wer hier eigentlich zur Schule geht. Wir werden jetzt gemeinsam einfach das Band durchschneiden, ne, um ganz offiziell die Schule zu eröffnen und selbstverständlich auch alle Bilder, Malereien und alles Mögliche genau anzusehen. Denn hier wurden nämlich wirklich die Arizona Comic Adventure Figuren wie Arizona, Professor Nase, Erdbeerbärchen und alle, die ihr aus den Arizona Comics kennt, wurden hier einfach an die Wände gemalt. Das müssen wir uns auch auf jeden Fall noch ansehen. Hier, den die hier haben, ist tatsächlich einfach aus Plastiktüten zusammengebaut und mit Schnüren zusammengeklebt. Und dadurch kann man dann so ein bisschen Fußball schwingen.
kleinen Elfmeterschuss. Lars ist nämlich sehr gut als Torwart und wir lassen die Kinder einfach mal auf, lassen die Kinder mal auf Lars schießen. Ab mit dir ins Tor. Nicht schlecht, der erste ist schon mal abgewehrt. In der prallen Sonne ein bisschen Fußball gespielt. Schon ein bisschen anstrengend, also es ist schon sehr, sehr warm hier. Wie ihr seht, jetzt gehen wir gerade in den hinteren Bereich der Schule und hier sind sogar schon Bändchen vorbereitet. Und da ist sogar ein Mädchen gerade gestanden mit einer Schere auf dem Tablett, so voller Blumen. Blümchen drauf. Oh mein Gott, das sieht so süß aus. Hey! Zweite Klassenraum, den wir jetzt hier haben. Das hat der Lars, das sind die Fische von What the Fish. Ihr kennt das What the Fish Design aus dem Shop, Leute. Das sind die zwei Fische, die hier nochmal mit reingebracht haben. Auf der rechten Seite haben wir das Badezimmer, was jetzt komplett neu gemacht wurde. Theoretischerweise gibt es hier jetzt eine Toilette einfach, da kannst du hier einfach viele Stunden machen. Weißt du, wie ich meine? Und dann hast du hier dein Toilettenbereich so. Und das ist eine Shower zum Rüberwaschen. Jawohl, genau. Das heißt, wir haben jetzt hier auch noch ein paar Sanitärräume noch mal mit eingebaut. Und das ist für die Leute hier absoluter Luxus. Das ist wirklich ein guter Standard und damit können die hier auf jeden Fall sehr, sehr gut klarkommen. Hast du die Toilette schon gesehen? Komm mal rein, Stell dich mal drauf. Genau, stell dich mal richtig so, aber das ist nicht schlecht, oder? So ein bisschen. Ich weiß, das hat jetzt gar nichts mit der Schule zu tun, aber könnt ihr euch noch erinnern an dieses kleine Dorf, wo die ihre eigenen Ziegelsteine gemacht haben? Die machen genau das Gleiche, nur dass das hier viel größer ist. Oh, guys, hi. Ist unglaublich, also es wird wahrscheinlich überall so ähnlich gemacht. So werden die Ziegelsteine hier gebrannt. Und wie gesagt, unten in diesen Löchern wird dann das Feuer gemacht. Okay, wir müssen jetzt schon wieder, weiter zur Zeremonie. Ich hab mich wieder ablenken lassen. Very good friends, and we are very happy that we together and also with the team and all the people who are participating in this thing, that we can realize something amazing like this. We really hope that you guys enjoy this school and that you can take something from it, learn in it, and do something for your future. So your future is the most important thing you have, so take care of it and visit the school as often you can. Malen wir eine Wand sogar selber an. Lars ist da hinten, der ist schon am Malen. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht die Leute irgendwie anmale, während ich hier laber. Oh Gott. We get ready for school. Everyone is getting a bag and a small cup where you can eat from and a bag where you can carry everything from. And it is from a special character. He's called Dr. Auge. Very special character, it's very popular in Germany. Like a small bed, big eye, small wings.
Cool, wie sich das jetzt schon einfach nützlich gemacht hat. Und zwar trinken die jetzt schon tatsächlich aus diesen Schalen. Vorhin haben sie die ganze Zeit das Wasser einfach so mit dem Mund versucht einzufangen. Aber okay, also wir bekommen eine ganz spezielle Show von wirklich richtigen Akteuren. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Läuft sich jetzt langsam. Wir sind fertig mit der Eröffnung. Tatsächlich gehen die ersten Leute jetzt schon. Die Nachmittagssonne ist rum. Das war unsere Schuleröffnung. Das Ganze hat wirklich nur deswegen funktioniert, weil ihr mitgeholfen habt. Wir haben tatsächlich diese ganze Schule und alles, was hier dazugehört, die ganzen Dr. Auge Turnbeutel, Dr. Auge Schüsseln, haben wir tatsächlich nur deswegen hinbekommen, weil ihr nämlich im Shop eingekauft habt. Sprich, also wir haben eigentlich alle Gewinne, die aus unserem Shop unter shop.arizo.de entstanden sind, einfach gespendet und dementsprechend diese Schule hier gebaut. Und wir möchten sowas gerne auch in Zukunft weiterhin machen, ne? Auch gemeinsam mit Lars selbstverständlich. Ich hab den noch. Und genau, wir wollen einfach nur mitteilen, dass wenn ihr Merchandise von uns kauft, geben wir einen Teil immer davon zurück und versuchen immer unser Bestes, so viel wie möglich an andere Leute, die bedürftig sind, natürlich zurückzugeben. Wir bedanken uns, dass ihr alle immer zuseht, ganz fleißig bei all den Videos, die wir produzieren. Von mir auch nochmal ein großes Dankeschön, Leute. Wir geben uns immer so viel Mühe für euch und wir freuen uns über alles, dass ihr so viele Leute seid, die uns zusehen. Das ist sehr schön und ohne euch können wir das ganze Ding hier nicht machen. Zubi. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Leute, das war's mit dem Video. Macht's gut. Ciao.